Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich nochmal auf dieser Reise begleitest. Das Spiel haben wir durchgespielt und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zusammen einmal den Postpavillon an. Ich glaube, man muss den Postpavillon komplett einmal durchspielen, ich weiß es nicht genau. Deswegen wird das jetzt einfach nur mal eine kleine Vorschau. Die Bosse, die du besiegt hast, wollen eine Revanche. Aber Vorsicht, sie sind jetzt viel stärker. Besiege einen Boss, um den nächsten freizuschalten. Okay. Kann man das doch nacheinander machen? Cool. Auf jeden Fall. Ach, die sind nach Stärken auch noch sortiert. Okay, Monty der Große, Runde 1. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was uns erwartet, ne? Monty der Große. Ich weiß nicht. Hoffentlich können wir das alles nicht. Hoffentlich können wir das alles. Hoffentlich können wir das auch alles. Nacheinander spielen. Oh mein Gott. Du bist aber ganz schön. Ja, du bist aber ganz schön fies hier. Oh Mann. So, geh mal weg hier. Muss ich dich auch nur dreimal treffen? Ich muss ihn nur dreimal treffen. Da gibt es sogar eine Wolle, wenn wir den einen besiegt haben. Oh, das ist ja cool. Okay, wir haben Monty den Großen besiegt. Und haben auch eine Wolle bekommen. Sehr schön. Gewonnen. Yeah. Können wir das jetzt immer wieder aufhören oder geht es dann weiter? Ah, dann kommt der Nächste. Okay, gut. Also hier gibt es nochmal 1, 2, 3 Yoshis freizuschalten. Na gut. Ich würde sagen, wir haben uns heute Monty angeguckt. Morgen gucken wir uns dann Xillibur an. Nee, Quatsch. Machen wir jetzt. Mal gucken. Okay. Xillibur. Du bist fieser. Ich weiß gar nicht, ob ich... Okay. Was muss ich mit dir machen? Ich muss mit dir... Muss ich dich eigentlich abschießen? Ach ja, ich muss ja hier Wollknäule aus dir rauskriegen. Okay, mein Guter. Haha, ich hab dich nochmal getroffen. Und hab dich besiegt. Du bist nackig. Okay, also die ersten beiden Bosse sind schon heftiger. Sie sind auf jeden Fall schneller. Sie sind auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall richtig heftig, denke ich mal. Also ich bin echt gespannt, wie lange ich hier brauchen werde, um den Boss-Pavillon durchzuspielen. Aber mir würde es ja eigentlich schon mal reichen, wenn wir die ersten vier vielleicht besiegen in dem Part. Mal sehen. Okay, wir haben die ersten zwei. Jetzt kommt hier dieser komische Knutbert Paracoupon. Was soll ich denn machen? Ich muss versuchen, hier den Blatt zu machen. Okay, Runde 1. Und vor allen Dingen, die werden ja immer fieser noch, ne? Ey, komm mal her, ja. Wow, oh, ich hab dich nicht mal getroffen, ey, das ist ja... Und ich hab auch... War nicht so viel Herzen, ne? Jetzt drehst du ja völlig am Rad hier. Ach du Scheiße. Was? Kann ich eigentlich abschießen? Ja, okay. Ja, ich möchte es gerne erneut versuchen. Ich bin gerade gescheitert am dritten Boss. Der ist aber auch fies, muss ich sagen. Der ist aber auch richtig heftig, ey. Ha ha ha!
Willst du mich verarschen? Und es gibt keine Herzen. Oh mein Gott, der dreht ja völlig am Rad hier. Okay, okay. Oh Mann. Komm schon. Oh, der war echt krass. Meine Güte. Also der Boss-Pavillon ist wirklich nochmal eine richtige Herausforderung. Und ich denke mal, den werde ich ab und zu mal spielen. Vielleicht mache ich es auch in einzelnen Parts. Mal gucken. Je nachdem, wie lange sie gehen. Oh mein Gott, jetzt kommt hier dieser Feuerhundi noch, ne? Oh Mann, der wird heftig. Naja, Wurstel der Hotdog. Wir probieren nochmal aus. Den muss ich, glaube ich, auch abknallen, ne? Naja, dann Wurstel. Okay, jetzt fliegst du in die Luft. So, und jetzt spuckst du ja, glaube ich, Feuer, ne? Okay, du wirst fies. Du wirst fies. Boah. Jetzt habe ich keine Bälle mehr. Oh Mann, ich habe nur noch ein Leben. Ich glaube, das hat sich hier auch erledigt, dass ich den platt kriege. Du wirst ja richtig fies hier. Ach Mann. Ah, das gibt's doch nicht hier. Okay. Haben wir doch nicht gekriegt. Jetzt fliegst du ja, springst hier rüber, ne? Okay, ich könnte dich. Nein! Mann, Wurstel, du machst mir was. Leben auch. So, komm mal her, ja. Meine Güte, und da gibt es sogar gleich zwei Wollen. Okay, dann haben wir ja unseren ersten Yoshi schon freigeschaltet, ne? Also die Bosse sind echt heftig. Also die sind richtig krass. Okay, wir haben, glaube ich, den Bronze-Yoshi freigeschaltet. Wir haben ja jetzt zwei Wollen bekommen. Ja. Sehr schön. Bronze-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Alles klar, und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los mit Silber und Gold, ne? Oh mein Gott, das kriege ich nie im Leben hin. Das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt den Bronze-Yoshi freigeschaltet und machen dann im nächsten Part, versuchen wir dann den silbernen Yoshi und wahrscheinlich dann noch den Gold-Yoshi freizuschalten. Wenn es euch gefallen hat, dieser kleine, aber feine Part, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.